So, hallihallo. Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Lego City Undercover auf der Wii U. Wir sind hier auf der Albatros-Insel. Wie gut, dass man das Thema Sicherheit hier ernst nimmt. Dann lasse ich mich wohl mal selbst rein und suche Blue. Ja, ist natürlich sehr sicher. Weil hier diese Kameras, die irgendwie... Wo geht die denn hin? Hinten auf dem Strand ist natürlich sehr gut. Wir brauchen wieder eine Kiste, weil da ja dieses coole Ding ist. Die coole Platte. Und diese Kisten beinhalten meist irgendwas. Ich würde jetzt hier so, was haben wir da? Scheint erstmal das kaputt ist. Was haben wir da? Nix. Ah, das müssen wir wahrscheinlich reparieren. Oder? Naja, wie geht denn das? So? Ach so, da. Da ist irgendwas. Ah, da ist der Schlüssel. Ah, okay. Dann stecke ich mal rein. Ja. Ist da irgendwas? Nein. Da ist die Bank. So, ein paar Steinchen. Und wir kennen natürlich den Code. Oh, ich habe gerade auf einen anderen Bildschirm geguckt. Und bin natürlich gegen die Wand gelaufen. Ich glaube, wir müssen da hoch. Ich bin ja auch gleich. Ganz, nicht ganz sicher. Genau, hier war zu. So ein Stein, den wir hier haben. Da brauchen wir die andere Verkleidung. Da müssen wir natürlich die Story fortsetzen. Das heißt, wir kommen später hier nochmal wieder her. Also am Ende dann. Am Ende, wenn wir dann alle Verkleidungen gefunden haben. So, wir müssen da hoch. Zack, 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 so. Hier war nichts, außer dass man da runterfallen kann, genau. Hier Wagen so. Die kann man auch leicht runterfallen. Wo man nicht aufpasst. War da hinten irgendwas? Ich weiß es nicht. Ja doch, da war. Eine also keine Verkleidung, sondern so ein. Ja doch, so eine Verkleidung, aber nicht die, die wir brauchen. So. Die für den Story-Modus. Braucht, weil es ist halt nur so ein Gadget. Wir können uns dann als Metzger verkleiden. Hier noch ein paar Münzen. Hier ist. Ist da irgendwas? Nein. Ah, wir brauchen einen Besuch, genau. Ich weiß es gar nicht. Müssen wir da hin oder da hin? Ach, wir haben die Kiste. Aber ansonsten ist nichts.
Kommt da irgendwas? Auch nur ein paar Schleimchen, gut. So. Hier noch irgendwas? Dann gehen wir doch hier mal weiter. Hier brauchen wir den Astronauten. Da will ich jetzt nicht runterspringen, auch wenn ich den gern hätte. Aber wir müssen hier sowieso nichts. Das heißt, warte, ich will erstmal. Ich will nochmal ganz kurz runter ohne. Da. Oh. Ach, hier kann man nicht weiter. Genau. Und was war hier? Schade eigentlich. So. Also wieder da hoch. Ich glaube, hier brauchen wir auch die andere Verkleidung. Wieder mal aufstehen hier. Oh. Hier wird nicht geschlafen. Achtung, Ausbruch. Ach nee, Einbruch. So. Zack. So. Hallo. Was stinkt hier so? Brauche ein Nickerchen. Bin zu lange aufgewacht. Hey, du! Du gehörst in den Gerichtshof, nicht in den Gefängnishof. Nicht schlecht, Mann. Kannst ja richtig gut mit die Worte. Super, ne? Wo ist eigentlich euer Basketball geblieben, Jungs? So ein paar richtig fiese Typen haben ihn uns weggenommen. Total nicht nett war das. Wenn ich euch den Ball bringe, lasst ihr mich dann rein? Kein Interesse, dir das nicht zu versprechen. Doppelte Verneinung? Das enttäuscht mich jetzt aber. Was stinkt hier so? Oh, wir sind im Basketball. Typisch. Hier kommen wir nochmal. Entschuldigung. Hier können wir nochmal trainieren. Eins. Zwei. Drei und vier und dann noch mal einer. Ich habe übrigens gemerkt, dass man das Menschen im Radio, würde ich sagen, im Video hört, dass er mich hier auf diesen Tasten klopft. Ich muss dann noch irgendwas mit halt fünfmal hintereinander machen. Und einen Bonus bekommen. Aber das war, glaube ich, nicht das. Ich mach's trotzdem mal mit 3. Vier. Und. 5. Ne, das war's nicht. Na gut. Oder war das an 5 verschiedenen? Ich weiß es gar nicht. Ich mache hier nochmal ganz kurz. Ich mache das nochmal ganz kurz. Aber hier bekommen wir nochmal. So. Jetzt können die anderen natürlich raus und wir können den super schlängeln. Hätten wir auch so gekonnt, aber. Ich lasse die einfach, die anderen jetzt einfach mal raus. Hey, kauf mir einen Smoothie. Ja, aber nicht für uns jetzt. Da muss man. Ja, komm, da kommen wir auch so rüber. So. Das ist auch nicht viel schneller. Wir müssen da. So, ui.
Ja, hier hört man jetzt die Katze, die ist auch für später wichtig. Ich bin doch nur ein kleiner Fisch, der ein paar Armbanduhren klaut. Ich werde ehrlich. Schnell, Alter. So, und der noch. Sag meinem Anwalt, es geht um das Übliche. Ach, Mist. Den Grill, damit können wir jetzt auch nichts machen. Das ist dann auch erst später wichtig. Also, ne, das ist halt wichtig. Man kann erst später damit was machen. So. Genauso wie die mit der Baustelle da. Oder den Stein halt rumhüpfen. Und wir brauchen den. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Achso, ich kann klettern mit dem. Muss meilenweit gelaufen sein. Unser Ball! Na gut, wir lassen dich rein. Hey, bist du Blue? Könnte schon sein, Kleiner. Ich bin Chase. Man sagt, du wüsstest was über Rex Fury. Rex Fury? Der schuldet mir was. Weil du sein Fluchthelfer warst? Wie kommst du denn darauf? Rex war mein bester Kunde, bis er verschwand. Schuldet mir noch Kohle für einen Whirlpool. Weißt du, wie schwer es ist, so ein Ding hier reinzuschmuggeln? Da fällt mir ein. Vorsicht mit Haywoods neuem Wagen, ha? Na, geht klar, Blue. Wie ist Rex denn ausgebrochen? Das fragt sich hier jeder, aber keiner darf in seine Zelle, um sich umzuschauen. Nicht mal die Polizei. Da ist doch was faul. Nun, wir wollen beide, dass Rex hier wieder auftaucht. Ich hätte da eine Idee. Besorg mir ein paar Sachen aus dem Schrank in meiner Zelle. Ich ruf dich dann an. Hiermit. Das ist ein Croissant. Man erlaubt uns hier drin keine Handys. Das Handy ist da drin. Gib deine Nummer ein. Oh. Hier. Ich hoffe, dein Plan funktioniert, Blue. Freeman, mir ist übel. Nein, nein, ich bin nicht Freeman. Seine Anwälte sehen das vielleicht. Was ist denn los, Haywood? Gefällt dir dein neuer Wagen nicht? Wagen? Was für ein Anspiel ist denn das? Mit Freeman und Knuss? Den Film kenne ich gar nicht. Ah nein, ich hätte A drücken müssen. Boah. Wir haben es drauf, wir sind der Basketball-Profi hier. So. Da kommt man wieder raus, genau. Oh! So, wir müssen da rein und für Blue ein paar Sachen holen. Und wieder ein kleiner Ladebalken. Spezialauftrag, Schererei in Licht. Schererei in Licht, so. Jungspunden hinterher zu jagen. Kann ich helfen? Wäre nicht schlecht.
Glaubst du, du kriegst diese Lümmel wieder zurück in ihre Zellen? Klar, kein Problem. Ja, wir müssen jetzt mit dem Wärter spielen. Und Gefangenen einsammeln. Gerade wirklich so einige Entscheidungen in meinem Leben. Das ist gut. Kann man die nicht einnehmen? Junger Mann? Ja, ich müsste da die Zelle eines Häftlings überprüfen. Blue oder so ähnlich. Blue? Der ist fast so lang hier wie ich. Gibt mir immer ein Stück vom Kuchen, den seine Mutter backt. Auch wenn der komisch schmeckt. So, hier. Ich mache ein Nickerchen. Muss geistig rege bleiben. Daher mache ich 4 pro Tag. Hier pro Tag, also könnte ich ja. Hätte die Schule nicht abbrechen sollen. So, wir haben eine Chase McCain, eine Verzweigung freigeschaltet. So, und jetzt können wir. In der Zelle? Ja. Okay, schnell jetzt. Es sind Wachen in der Nähe. Wenn du die Ausrüstung hast, musst du dir Zugang zum Büro des Direktors verschaffen. Wie bitte? Das ist der einzige Weg in Rex' Zelle. Warte. Psst. Ja, das ist Blue. Der spricht mit seinem Gebäck. Total durchgeknallt. Okay, los jetzt. Die Tür befindet sich auf der rechten Seite des 2. Stocks. Und dann hoffen wir mal, dass der Direktor nicht da ist. Ups. Okay, man kann da drauf springen, aber stimmt. Na gut. So, aber wir sind schon wieder völlig über der Zeit. Daher machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich sage bis dahin. Tschüss.